Ja, hallo und einen schönen guten Abend. Willkommen zurück zu Bad Beards Grinderton in der Division Beta. Yes, ist der letzte Beta-Tag und wir schauen nochmal rein. Wahrscheinlich werden wir jetzt die ganze Zeit nur die Dark Zone spielen, weil wir jetzt ja schon Level 8 sind und Level 11 im Dark Zone Level. Das heißt, wir können ja ganz viele Kisten schon aufmachen und so ein Kram. Ja, das ist das, was ich heute so geplant habe. Wie geht's euch? Ach ja, übrigens auch hallo an alle, die den YouTube-Mitschnitt jetzt sehen und den Stream leider wieder verpasst haben. Tja, vielleicht klappt's beim nächsten Mal. So, jetzt mal reinladen ins Game. Ich habe bis jetzt gerade eben, bin ich noch ein bisschen an dem Puzzle hängen geblieben in The Witness. Und das hat mich ganz schön zum Grübeln gebracht, aber ich habe es jetzt doch gepackt. Yes, das ist ein ganz schön befriedigendes Gefühl, wenn man nach langer Zeit da so ein Puzzle rallt oder rafft, weil The Witness das halt echt teilweise wirklich bockschwer macht, zu verstehen, was es überhaupt von einem will, ne, um das Puzzle zu lösen. Hallo Jumper, Ninja, verzockt, grüße euch. Ein weiterer Agent ist hier. Oh, da sind schon ein paar Leute beigetreten. Ich nehme mal an, das sind ein paar von euch. Gehen wir doch erstmal hier gucken, was wir so für Equipment haben, so bevor wir in die Dark Zone gehen. Also die Story-Mission werde ich jetzt nicht mehr grinden. Das Einzige, was sich jetzt, glaube ich, lohnt, ist Dark Zone-Gedöns machen. Nö. Mal hier Munition nachladen. So. Schauen wir doch mal erstmal in unser Inventar. Oh yeah. Das, ja, die war doch ganz geil. Die hatten wir letztens gefunden und halt jetzt ein bisschen aufgelevelt. Die Knarre. Ja, und wir haben auch noch ein bisschen Darkzone-Währung, sehe ich da unten gerade. Also 615 Darkzone-Dollars, die wir dann vielleicht auch direkt ausgeben, wenn wir da in der Schleuse sind. Aber da schauen wir einfach gleich mal. Ja, ansonsten sieht das doch gut aus. Viel Leben, viel dies, viel das. Alles ganz, ganz optimal bis jetzt. Ich denke mal, dafür sind wir jetzt ganz gut vorbereitet für die Darkzone. So, dann gucken wir mal, wer hier schon drin ist. In unserer Gruppe, einer ist dabei. Es ist einer von euch aus dem Chat, Marlon GTA 5, der war doch gestern auch dabei, glaube ich, bei unserem letzten Stream. Mal gucken, ich habe auch, glaube ich, schon angekündigt in unserer Gruppe. Moment, ich gucke mal. Oh, 13 Spielsitzungen, da sind die Leute aber echt jetzt gerade aktiv. 180 Spieler schon, wow. Krass, ja, habe ich schon angekündigt, alles klar. Die Gruppe wächst, das ist sehr cool. Ich hoffe, ihr habt über die Community-Gruppe ein paar Mitspieler gefunden für die Division-Beta. Wie gesagt, die ist auch dafür gedacht, wenn die Beta dann vorbei ist und das finale Spiel rauskommt, dass man dann eben Gruppen finden kann und so weiter. Das war so meine Idee, ne? Macht ja Sinn. Da ich ja ein gewisses Publikum habe auf YouTube, jetzt nicht so viel hier auf Twitch, weil ich das ja nicht so oft mache. Aber in letzter Zeit wohl irgendwie regelmäßiger. Ich glaube, das gefällt euch auch ganz gut. Ja, aber da ich halt ein Publikum habe, habe ich mir gedacht, es gibt ja viele Leute, die halt immer mir auch unter die Videos kommentieren. Ja, ist ja geil so, hier sowas wie The Division oder Destiny, Koop, Multiplayer-Shooter-Gedöns im Team, ne? Aber ich habe kaum Freunde, die das halt auch spielen oder die eine Playstation haben oder so. Und ich glaube, diese Community-Gruppen zur Spielersuche, das ist eine ganz coole Sache, wo ich euch auch so ein bisschen unter die Arme greifen kann. Also ich hoffe, dass das hilft euch. Ah ja, GTA 5 Max, du bist wahrscheinlich hier mit dabei, ne? Du bist schon in der Dark Zone Schleuse drin, ja? Ich komme nach, wenn noch einer von euch hier reinjoinen will aus dem Chat, könnt ihr das gerne machen, wir haben ja noch zwei Plätze frei. Meine Party ist auch offen, das heißt, ihr könnt einfach reinjoinen, wenn ihr mich auf PSN habt oder eben in der Gruppe seid. Hey Roger, wollte mal die Dark Zone testen, kannst nicht reinjoinen. Das ist seltsam, weil meine Gruppe ist, wie gesagt, offen für Freunde. Dann mache ich mal Folgendes, ne? Ich mache mal hier Privatsphäre, Gruppe geöffnet. Ah, nee, Moment, das ist ja dann für die Spielersuche. Also, wenn du in unserer Division-Gruppe bist, hier, ne? In der Community-Division-Gruppe, dann könntest du ganz einfach hier auf aktuelles Spiel, da siehst du hier die ganzen Spielsitzungen, ne? Und da müsste meiner auch dabei sein. Dann müsstest du einfach reinjoinen können. Irgendwie lädt gerade das PSN wieder total langsam. Ja, jedenfalls, ne, da würdest du das finden, aktuelles Spiel.
Oder vielleicht einfach auf meinen Namen hier klicken, dann müsste das eigentlich funktionieren. Ansonsten musst du mir einfach nochmal eine Freundesanfrage auf PSN schicken. Ja, gut, geht gerade irgendwie gar nicht. Also ist egal. Wir gehen jetzt erstmal zu zweit in die Dark Zone. Halt, Hund erschießen für Experience Points. Ne? Wir haben ja gelernt, die Hunde sind kontaminiert. Das heißt, was ist das denn hier? Aktives Echo-Signal geortet. Ah, Cloud-Daten. Überwachungsdaten. Jetzt macht er hier wieder so ein Augmented Reality-Kram, ne? Ja, machen wir das doch mal gerade, bevor wir in die Dark Zone gehen. Cleaner. Holen Sie uns hier raus, bitte! Wir tun alles dafür! Cleaner beginnen Autos samt Insassen abzufackeln, hart. Gut, es gab nochmal Erfahrung dafür. Einfach so for free, nehme ich gerne mit. Da ist auch noch irgendwie Tech drin hier in dem Laden. Also das bringt uns ja eh nichts, diese Crafting-Sachen eigentlich, wenn man es so nimmt. Da wir ja, ne, in der Beta noch gar nicht so die Basis aufbauen können. Aber ja, machen wir uns mal direkt auf den Weg zur Dark Zone. Ist ja noch ein weiterer reingejoint. Hallo Jana, grüße dich. Ah, Roger hat funktioniert, wunderbar. Gut, ne, also einfach über die Community-Gruppe, ne, das hat wahrscheinlich geklappt. Oh, da ist nochmal irgendwie Stuff. Ist wahrscheinlich nur Munition, ne? Dann müsste es sein. Ja, nur Rotz. Vorsicht, das ist kein Spielzeug. Ich markiere nochmal den Dark Zone-Eingang hier. So, da begeben wir uns dann hin. Ah, ihr seid schon hinter mir, ich sehe das. Alles klar. Es gibt eine Sache, die ich gerne ausprobieren möchte. Ich habe in einem Video, was jemand auf Reddit geteilt hat, in dem The Division Subreddit gesehen, dass es hier in der Dark Zone im Moment in der Beta so einen kleinen Glitch gibt. Oder es ist kein Glitch, es ist wahrscheinlich absichtlich von den Entwicklern dagelassen, so wie das ausschaut. Und zwar kann man, wenn man es richtig macht, hier oben diese Schleuse, liegt ja außerhalb des roten Bereichs, der für die Beta zugänglich ist. Ne? Aber wenn man es richtig macht und hier den richtigen Weg geht, kann man die Schleuse erreichen und da drin ist ein Händler, der eine legendäre Waffe verkauft, habe ich gelesen. Da können wir ja mal probieren, ob wir das hinkriegen. Verzockt meint wahrscheinlich das mit, wo er sagt, holst du dir die goldene Waffe? Genau, das ist die. Wisst ihr, wie lange die Beta heute geht? Fragt Twitch-Block. Twitch-Blockt. Hallo Sergeant Key, grüß dich. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das an die amerikanische Zeit gekoppelt. Das würde bedeuten, dass sie halt sogar noch morgen früh ein bisschen läuft. Aber das müsste man nachgucken. Ich bin mir da nicht sicher. Oh, hier gibt es schon so ein paar legendäre Sachen. Das ist ja ganz cool. Schauen wir mal, was wir haben. Ja, ist schon besser, aber das Ding ist halt, wir wollen ja uns die legendäre Waffe da kaufen. Vielleicht sollten Sie nächstes Mal etwas kaufen. So, Jungs, ne, ihr wisst Bescheid, was wir machen wollen. 12 Uhr morgen Mittag, sagt der Roger. So, da habt ihr eure Antwort. Also bis 12 Uhr morgen Mittag läuft wohl noch die Beta. Genau, und das Ziel ist quasi jetzt erstmal hier, grob hier. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Und von da aus können wir dann probieren, diese goldene Waffe zu kriegen. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Ich weiß auch nicht, also das, ob das wirklich beabsichtigt ist von den Entwicklern. Sie treten jetzt die Dark Zone. Aber wenn man es gescheit anstellt, wenn man sich ein bisschen anstrengt, kommt man tatsächlich dahin. Oh, das geht nicht. Dann müssen wir hier außen rum. Erstmal hier die Nappel killen, Moment, und kann dann tatsächlich in diesen Laden gehen, also sieht schwer danach aus, als ob es Absicht wäre. Es gibt auch eine goldene Waffe bei einem Händler in einem Schutzraum, die auch auf der Map ist, okay, sagt der Sergeant Key gerade. Welchen meinst du denn? Den hier... Oder den hier unten,
Sag doch mal gerade irgendwie, welchen davon du meinst. Dann können wir da ja auch mal vorbeigehen. Also so eine legendäre Waffe zu kaufen wäre schon mal ganz cool. Habe ich ja bis jetzt noch gar keine einzige gefunden. Einfach mal umzuschauen, wie da der Unterschied ist. Ne? Wir haben ja jetzt noch nicht so viele verschiedene Waffen gesehen hier in der Beta. Also ist eigentlich ganz, mal ganz interessant. Die meinte ich oben. Also oben hier oder hier? Die ganz oben oder diese da? Jetzt gerade ein bisschen warten kurz, weil der Stream natürlich immer so eine minimale Verzögerung hat. Ja, ich weiß, dass da ein Schutzraum ist auch. Also hier ist ein Schutzraum. Der hat auch einen Händler, sagt ihr? Das wusste ich nicht, wenn ihr den meint. Ah ja, Sergeant Key meint den Schutzraum. Okay, dann gehen wir mal in den Schutzraum, da war ich noch gar nicht drin. Aber was ich gemeint habe, ist tatsächlich hier diese Schleuse, das habe ich auf Reddit, wie gesagt, gesehen, wo man hier so außenrum durch ein Areal kann und dann erst ungefähr ab hier oder so fängt tatsächlich der rote Bereich an, in dem dieser Timer startet. Das ist hier falsch angegeben. Ich glaube echt, das ist Absicht von den Entwicklern und dann kann man es tatsächlich in diese Straßensperre schaffen und auch eine legendäre Waffe kaufen. Aber jetzt gehe ich erstmal in den Schutzraum, weil ihr das gerade mal vorgeschlagen habt und schau mal, wie gesagt, den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich vermute einfach auch, das ist so eine Art Safe Zone, wo man dann tatsächlich einfach mal ausruhen kann, wenn man hier in der Dark Zone unterwegs ist. So. Ich habe aber keine Ahnung, ob wir genug Kohle haben für diese Waffe, werden wir gleich dann sehen. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen grinden und Dark Zone Money verdienen. Der hier. Oh ja, krass. Aber es ist für Dark Zone Rang 12 und hat tatsächlich hier, gucken wir uns das doch mal an. Er hat 100 Schaden mehr, mehr als 100 Schaden mehr. Und hier so ein paar andere Perks. Ihr seht, die Perks schalten sich ja auch frei, wenn wir mehr von diesen Talentpunkten haben. Dann kriegen wir diese Perks freigeschaltet. Dass zum Beispiel Cooldowns verringert werden, wenn wir einen Kopfschuss machen. Aber dieser Perk hier ist wohl automatisch frei. Kritische Treffer mit dieser Waffe heilen den Anwender mit 0,8% des zugefügten Schadens. Das ist schon ziemlich heftig. Das ist also so eine Vampirwaffe. Ich weiß nicht, also ich finde das RPG-technisch ist es cool, dass es solche Fähigkeiten gibt und solche Perks auf den Knarren. Aber das macht halt nicht so viel Sinn, wenn man hier halt, einfach wirklich so mit einer SCAR oder einer M4 oder sowas spielt. Also so mit normalen Waffen und man hat halt hier so Rucksäcke an, man ist hier so ein normaler Dude. Also ich finde es trotzdem cool, ne? Muss ja auch drin sein, damit das Spiel ein bisschen Tiefe kriegt. Naja, wie dem auch sei. Also das können wir uns lange nicht leisten. Wir können ja jetzt mal probieren, da oben in diese Ecke zu kommen zu dem anderen. Ich hab sie, sagt das GTA Max. Und Sergeant Key sagt auch, er hat sie. Ja, ne? Wenn wir jetzt hier grinden, könnten wir uns die kaufen. Ich würde jetzt gerne mal probieren, wie gesagt, einfach da oben mal hinzukommen. Das heißt, wir müssen erstmal hier hinlaufen. Also folgt mir einfach mal, ihr beiden. Oder du einer. Ne, ihr beiden. Ah ne, dann müssen wir außenrum wieder, weil hier ist wieder dieser abgetrennte Bereich. Ich hoffe, hier kommen wir wieder raus. Hallo Xenomorph, grüße dich. Was sagt ihr so bisher zur Division Beta? Ihr habt alle gespielt schon hier oder nur zugeschaut? Was ist so euer persönlicher Eindruck bis jetzt? Also ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt jetzt, nachdem ich das hier gesehen habe. Bisher. Und wir sind auch schon fast Rang 12, das heißt, wir könnten diese Waffe auch benutzen, wenn wir genug Dark Zone-Kohle hätten. Warte nochmal ganz kurz. Ich habe hier einen in der Gruppe, glaube ich, der nicht im Chat ist oder nicht Bescheid weiß. Der hier irgendwo anders unterwegs ist, glaube ich.
Ah ne, der ist schon beim Waypoint. Okay, verstehe. Der ist schon beim Waypoint. Alles klar, cool. Ja gut, dann wisst ihr alle Bescheid. Ich wollte gerade nur sagen, ich hoffe, weil ich denke mal, wir brauchen alle 4 Spieler. Denn dieses Gebiet da oben, wo wir dann hinkommen, das hier. Das hier ist richtig heftig. Hier sind so ein paar von diesen Cleanern, die halt Flammenwerfer und sowas haben. Also hier müssten wir schon zu viert unterwegs sein. Ich warte noch mal kurz, bis ihr alle da seid. Dann machen wir hier, oder wir können ja schon mal anfangen. Ich hoffe, wir verrecken nicht sofort. Wenn wir hier die Gegner weg haben, dann können wir probieren, darüber zu rennen zu diesem, ich sag mal, geheimen Laden, wo wir dann die legendäre Waffe kaufen können. Die kostet auch, glaube ich, nur irgendwie 600 oder 800 von diesen Darkzone-Dollars. Das heißt, die ist eigentlich vergleichsweise günstig. Die anderen, die wir hier eben gesehen haben, die haben ja so circa 3000 oder sowas gekostet. Okay. Natürlich gibt es auch nochmal Loot hier. Marlon, lauf am besten nicht so weit vor. Ich glaube, die sind tough hier. Aber du hast ja auch die coole Knarre, ne? Hast du ja eben gesagt. Das heißt, okay, ja, der ballert die hier hart weg, okay. Ich muss mich mal zurückziehen. Ich bin nämlich noch ein bisschen lower als ihr, vom Level her. Oder von dem Equipment her halt einfach. Okay, der ist hinüber. Nice. Ein ganzer Haufen von den Typen. Ich sehe den kaum. Ist cool, dass die dann immer so markiert werden, ne? Außen. Ah, der hier, der flankiert uns, guck mal. Nice. Okay, ich glaube, wir schaffen es tatsächlich zu zweit, die hier zu cleanen. Oder die Flammenwerfern uns weg. Oh oh. Hier gedroppt. Marlon ist schon vorgerannt. Oh, Kacke. Die Granate ist nicht weit genug geworfen. Ich muss mich nochmal heilen. Alles klar. Xenomorph sagt, am 8. März hört er auf mit Real Life. Da gibt es andere Prioritäten. Was er meint, ist das Release von The Division. Ja, ich denke mal, zumindest für eine gewisse Zeit werden wir hier alle eine Menge Spaß mit haben. Also, das gibt mir auf jeden Fall ein ähnliches Feeling wie Destiny. Oh, was Blaues, geil. Voll geil. Ich habe sehr wenig guten Loot nur gefunden bisher in der Dark Zone. Also, ich erkläre euch jetzt, wie das geht. Das hat dieser Typ auf Reddit gezeigt, wie gesagt. Komm mal her, Marlon. Wir probieren das jetzt mal aus. Und zwar ist das jetzt folgendermaßen. Gibt es hier noch was? Nee. Das ist ein bisschen tricky, ne? Also es ist nicht so einfach, das zu machen. Bevor ich jetzt da reinlaufe, erkläre ich das kurz. Hier siehst du, dass diese rote Zone anfängt, ne? Ab da startet der Timer. Und jetzt hier, quasi kurz um die Ecke, ist ja schon dieser Checkpoint. Da drin gibt es die legendäre Waffe. Um den Sprint dahin zu schaffen, müssen wir im Combat sein, also im Kampf. Das heißt, wir ballern uns gleich gegenseitig kurz an, ein kleines bisschen, sodass wir minimal Schaden kriegen. Und dann zählen wir so 10 Sekunden runter oder so. Weil im Kampf sprintet man eben schneller. Ne? Ich zähle dann die 10 Sekunden im Chat oder so. Der ist, wie machen wir das am besten? Wir zählen beide die 10 Sekunden, nachdem wir uns angeballert haben. Also ich mache es am besten als erstes, weil wir haben ja ein kleines Delay im Chat, im Stream logischerweise. So, aber wenn wir dann quasi im Kampf sind, dadurch, dass wir uns kurz angeschossen haben, dann sprinten wir schneller. Wir warten, nachdem wir uns angeschossen haben, 10 Sekunden, weil nach ungefähr 25 Sekunden oder so ist man wieder aus dem Kampf raus. Und diese 15 Sekunden, die da noch übrig sind, brauchen wir bis an diese Tür. Und erst dann, wenn der Kampf wieder vorbei ist, offiziell sozusagen, könnten wir die Tür öffnen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Also Marlon, ne? Ziel auf mich. Und dann schieße ich dich gleich an und dann zähle ich. Und du zählst auch, ne? Du hörst es ja dann im Stream verzögert, wirst du ja merken. Okay. So, hier kurz reinstellen. So weit reinstellen, bis der Timer anfängt am besten.
Das ist ganz knapp. Das ist ganz knapp. Ich glaube, ich pack's nicht. Nee, ich pack's nicht. Man muss das wirklich perfekt machen, dann schafft man es da rein. Wie gesagt, hat dieser Typ auf Reddit gezeigt. Xenomorph sagt, er glaubt, ich bin in einer anderen Dark Zone, in einer anderen Instanz als meine Mitspieler. Oh nein, wir sind wieder hier gespawnt. Das ist ja ätzend. Vielleicht sind wir aber jetzt in derselben Instanz. Dann können wir es nochmal probieren. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Dark Zone Kohle, meine ich. Ja? Nicht genug. Weitaus nicht genug. So, ich will es auch zumindest noch einmal probieren. Also man muss wirklich ganz am Rand von diesem roten Bereich stehen und man muss dann tatsächlich eben im Kampf sein, also Schaden nehmen. Ne? Vielleicht müssen wir auch dann unser Team auflösen kurz, Marlon, damit wir uns gegenseitig anballern können. Weil wir haben eben beide nicht den Rogue-Agenten-Status bekommen. Ich denke, wir waren gar nicht richtig im Kampf. Das könnte das Problem gewesen sein, weil dann sprintet man wesentlich schneller. Probieren wir es nochmal. Kommt hier gerade ein Helikopter. Und da oben sind Rogue Agents. Mist. Ich könnte ja mal schauen, dass ich meinen Kram hier extracte. Aber es könnte ja auch echt riskant sein. Das könnten wir vorher nochmal kurz mal ausprobieren. Komm, lass uns einfach mal probieren, gerade noch den Schiss hier zu extracten. Wir halten uns aber am besten so ein bisschen im Hintergrund. So, beginnen Ladungsaufnahme. Da sind nämlich die Typen, die jetzt hier warten zu ballern. Hoffentlich ballern sie nicht. Oh, sie ballern, was für Wichser. Egal, ist drangehangen. Ist drangehangen. Ist nicht drangehangen. Was für Arschlöcher. Es war so klar. Es war so klar. Marlon, knallen ab. Knallen ab. Jawohl. Was für Arschlöcher, ey. Ich dachte, ich hätte die Zeit, jetzt die zu holen, weil die da selber dabei waren, da Zeug dran zu hängen. Jetzt bin ich natürlich, jetzt habe ich das Problem, dass mein Zeug da oben komplett liegt. Probier mal mit der Pistole zu sprinten, meint Xenomorph. Ja, gleich wenn wir es nochmal probieren, das ist vielleicht ein guter Punkt. Vielleicht sprintet man tatsächlich schneller mit der Pistole. Aber ich weiß auf jeden Fall, sobald man im Kampf ist, sprintet man viel schneller. Ich kann ja mal gerade hier probieren, auf dem Weg zurück zu meiner Leiche. Mein ganzes Zeug, was ich eben gefunden habe, ist ja jetzt alles weg. Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass man... ...dass man wirklich schneller sprintet mit der Pistole. Nee, das bleibt gleich. Guck mal, ich kann jetzt hier wechseln zur Pistole und die Geschwindigkeit ändert sich nicht wirklich. Nee. Leider. Egal. Es ist ja eine Beta und es geht ja darum, Sachen auszuprobieren. Wir lernen über das Spiel. Es wäre echt cool, wenn wir das noch packen würden, da in diesen geheimen Laden zu laufen. Du hast es. Jana sagt auch, wir müssen die Gruppe auflösen für Friendly Fire. Ja, ich dachte auch, dass das das Problem war. Marlon, du hast meinen Kram? Ah ja, ich sehe schon. Coole Sache. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Ja, wir hätten gar nicht, also ich hätte mich da nicht anschleichen sollen, wir hätten die Typen gleich abknallen sollen am besten. Es war klar, dass die uns dann angreifen. War völlig klar. Oh, hier kommen irgendwie Ghetto-Gangster. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Oh, was Blaues. Geil, geil, geil. Direkt sammeln. Oh, oh. Nee, doch nicht direkt sammeln. Sprint doch mal hier runter. Du sollst da runter springen. Oh Gott, jetzt bin ich hier zwischen die Container gefallen. Gott, ich wollte, ich habe den Sprungknopf gedrückt und wollte, ich dachte, ihr könnt mich nicht beweisen. Und wollte hier, wollte da runterjumpen, aber da bin ich in diese Lücke gefallen. Oh, da war noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, den haben sie erwischt. Ich habe noch ein Healpack, ja. Ich werde erstmal in Cover gehen.
Ich nehme dein Cover. Ein Teammitglied hat sich von der Division ausgesagt. Wer? Was? Wer hat denn jetzt hier schon wieder einen anderen Spieler angeballert? Jetzt läuft auch die Abholung. Oh nein! Oh nein, geht gerade alles schief. Die Abholung läuft schon. Ach, das schaffe ich doch nicht mehr. Ah, jetzt muss ich den Heli nochmal holen. Verfickte Scheiße. Hier sind so viele Gegner gespawnt. Heb mich doch mal kurz auf, bitte. Ah, das wird nichts mehr. Der Heli ist gleich weg. 2 Sekunden. Crap. Oh, nein. Ja, mega geil. Wichser. Blam, blam, blam. Ja, das hast du verdient. Oh, Junge, Junge, Junge. Jetzt sind wir auch noch Rogue Agents, weil wir eben aus Versehen irgendwen abgeknallt haben. Das war doch alles keine Absicht. Okay, dann können wir direkt noch einen Heli rufen. Ja, nur noch 6 Sekunden. Ne, 65. Shit. Noch eine ganze Weile. Das ist nicht so gut. Okay, da hat schon wieder einer den Heli gerufen. Alles klar. Okay, hoffentlich klappt es diesmal. Jetzt gehe ich mal hier in Deckung. Hier so in der Ecke. Ja, machen wir am besten hier. Gleich kann ich nochmal healen. Herkommst, dann kannst du mitgehealt werden. Na? Xenomorph, kommst du aus Österreich? Hat ein fettes AT nach dem Nickname Jana. Ich nehme mal an, er kommt aus Österreich. Sie haben überlebt. Das gab auch nochmal Kohlen. Gab es? Ja, gab es tatsächlich. Jetzt kommt aber auch keiner hier ran. Alles klar. Jetzt kann ich mal wenigstens ein bisschen Zeug extrahieren. Oh. Ah. Gut, und dann probieren wir nochmal diesen Sprintkram. So, Moment, ganz ruhig hier. Beginnen Ladungsabholung. Ja, beginn mal deine Ladungsabholung. Oh, da ist ein Blip auf dem Radar. Der macht mir ein bisschen Angst. Schnell dranhängen. Ich glaube, der ist weit weg. Cool, Jungs. Das hat auch geklappt. Wunderbar. Wir können es jetzt an Bord holen. Alles klar. Und jetzt probieren wir nochmal hier zu dem Wegpunkt. Ne? Probieren wir nochmal den Quatsch aus mit diesem geheimen Laden. Und da nochmal hinsprinten. Also, genau. Wie eben schon gesagt, ist es wahrscheinlich notwendig, dass wir dann kurz die Gruppe auflösen, sodass wir uns anballern können. Weil wir dann eben, ne, wie gesagt, Kampfsprint haben und nochmal ein bisschen schneller sind. Wir haben das Paket. Geil, das hat doch wunderbar geklappt. Die Ladung ist, das ist jetzt nicht so besonders viel cooles Zeug, aber immerhin mal was Blaues. So, hier geht's, glaube ich, runter. Ja. Okay. Oh, ich will echt in diesen geheimen Laden, will echt mal schauen, ob das klappt. Also in dem Video von diesem Ami auf Reddit hat es echt super geklappt. Man musste halt wirklich ein bisschen zählen und so weiter, den Timer abwarten, sodass man halt genau dann, wenn man an der Tür ist, wieder aus dem Kampf heraus ist, damit man die Tür überhaupt aufmachen kann. Aber das hat auf jeden Fall geklappt. Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal nochmal hier diese Dudes abknallen, hier diese Cleaner, wenn die wieder respawned sind. Ich nehme mal ganz stark an, das sind die. Ich habe gerade nichts auf dem Radar. Ne, sind sie offensichtlich nicht. Perfekt. Ja, dann kommt doch einfach mit. Und dann probieren wir es direkt nochmal. Übrigens, hallo an alle, die gerade erst eingeschaltet haben. Wir versuchen gerade
in ein geheimes Areal in Anführungszeichen zu kommen. Ob es absichtlich ist oder nicht, es ist in der Beta und da gibt es eine legendäre Waffe zu kaufen. Da muss man nur ein bisschen rumtricksen. Hat ein YouTuber gefunden, auf Reddit gepostet. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, sonst würde ich ihm jetzt gerade Credit dafür geben. Aber wir probieren das auch mal. So, wir beenden jetzt mal unsere Gruppe. Ich warte noch kurz. Marlon und wir zwei probieren das jetzt einfach mal kurz aus. Gab es nicht noch irgendeinen Hotkey dafür, um die Gruppe zu beenden oder so? Oder Rogue zu gehen? Da gab es doch irgendwie so ein Hotkey für. Ja, ich glaube, ich nehme auch die Pistole, Marlon. Vielleicht sprintet man dann schneller. So. Gruppe verlassen. So, Marlon, ich habe die Gruppe verlassen. Ne? Wir ballern uns jetzt an. Und sobald wir geballert haben, wie gesagt, fangen wir an, bis 10, 14 oder so zu zählen und dann geht's los. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, Kampfsprint ist wirklich viel schneller. Shit, 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 shit. Shit, 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 2 Sekunden. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Habe ich es gepackt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es nicht gepackt. Er hat die Tür nicht gescannt. Aber ich habe es bis zur Tür gepackt. Ich habe es bis zur Tür gepackt. Ah. War so knapp. Es war so knapp. Mist. Vielleicht hat der Marlon das ja geschafft. Kann er ja mal schreiben in Chat. Aber ich habe nicht... Ich habe, glaube ich, nicht... Ich hätte bis 14 zählen müssen. Noch ein bisschen länger warten müssen. Ja, Jana schreibt, nein. Ja, es war wirklich so knapp. Ah, damn it. Egal, nochmal hin. Ein Versuch noch. Übertreiber fragt, was ich für eine Leitung habe. Ich habe keine Glasfaserleitung. Soweit ich weiß. Ich habe, genau, ich habe eine Unity Media Leitung. Und, ja, da habe ich so einen Tarif, der halt relativ viel Upload hat, logischerweise, dann gewählt, damit ich halt auch streamen und sowas kann und YouTube-Videos hochladen. Da stand irgendwas mit Dark Zone. Ja, Sergeant Key, das ist, so muss man das machen. War drin und dann raus. Okay. Marlon war tatsächlich drin und wurde dann rausgeportet. Ich habe Folgendes gehört. Also wir treffen uns nochmal da, ne, an dem Waypoint. Ich weiß nicht, ob du den noch hast. Probier das nochmal. Ich habe Folgendes gehört. Wenn man halt genau im richtigen Zeitfenster es schafft, in diese Tür zu öffnen, dann wird man nicht, dann kommt dieser Teleport-Screen, aber man wird nicht rausgeportet, sondern landet in dem Laden. Hallo Pro-Gamer, grüße dich. Kontaminiertes Gebiet. Oh, jetzt sind wieder die Cleaner da, oder? Nee. Wer ist das? Also, ist einfach nur irgendein Dude. Der flüchtet vor den Cleanern. Ja, geil. Da geht er in die Luft. Wenn man den hinten nämlich auf ihre Packs ballert, dann fliegen die tatsächlich in die Luft. Nice. Aber Übertreiber, warum fragst du? Wohnst du auch hier in der Ecke oder was? Und fragst dich, ob du irgendwo Glasfaser bekommst? Piep. Wir müssen die wohl nochmal wegmachen, Marlon. Oh, fuck. Yo.
Hier, ich heile uns mal beide. Und mich selber auch nochmal. Fuck. Okay, das war ziemlich dumm. Von mir da hinzulaufen zu den Typen mit den Flammenwerfern. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Shit. Weg. Weg da. Nein. Oh, ich glaube, ich sterbe. Ich glaube, ich sterbe. Nochmal heal. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin doch nicht gestorben. Unglaublich. Okay, den habe ich. Oh Gott, ist das hart. Ich glaube, ich campe gerade mal ein bisschen, bis mein Heal wieder aufgeladen ist. Wow. Kann ich um die Ecke... Ja, ich kann um die Ecke den Loot einsammeln. Das ist ja geil. Okay. So. Nein, noch so ein Flammenwerfer-Typ. Habe ich überhaupt keine Lust drauf jetzt. Oh, 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 oh. Fuck. Damn it. Marlon, bist du noch hier in der Ecke? Oder bist du schon weg? Wir sind ja nicht mehr in einem Team. Aber ich kriege hier so rum. Und ich fände das ganz super, wenn du mich aufheben könntest. Ja, ja, komm jetzt. Ach, jetzt komm hier. Die Leiche noch abfackeln, bitte. Oh, komm schon. Mm. Ah. Da war ja tatsächlich ein bisschen dezentes Zeug dabei hier. Epische Knieschoner zum Beispiel. Ah, ich will echt in diesen Kackladen rein. Mann. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Fragen Sie nicht, oh, GoGamer, danke für den Follow. Aber du bist doch öfter hier im Chat und so gewesen, glaube ich. Hättest du schon früher machen können. Eine Polizeimaske. Ich will meinen Dark Zone Cache eigentlich jetzt nicht weghauen, weil wenn wir jetzt einfach so ein bisschen weiterspielen, können wir uns eine von den teureren legendären Waffen kaufen, was nicht in diesen geheimen Laden da schaffen. Mann, ist das nervig. Okay, jetzt muss ich komplett außenrum wieder laufen, aber naja. Naja. Ich habe jetzt auch, das ist ganz witzig, ein paar Review-Codes bekommen. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Für ein paar Games, wo ich sehr viel Bock drauf habe. Unter anderem... Oh, oh. Das nennt sich Eternal Crusade. Ist ein Warhammer 40k-Game. Ich stehe ja ein bisschen auf 40k, finde ich ziemlich geil. Ich habe selber noch nie das Tabletop gespielt, aber ich habe ein paar von den Büchern gelesen. Ein Kumpel von mir hat tatsächlich so einen Stammtisch, wo die immer Tabletops spielen und sowas. Ich bin einfach ein Fan von dem Universum an sich und ich fand auch dieses Space Marine Game von THQ geil. Und Eternal Crusade, wenn ihr das kennt, Eternal Crusade ist tatsächlich vom Gameplay ähnlich, also ist so eine Art Spectacle Fighter, Third Person, ne, Action Game, Character Action Game. Man hat ja hier auch Chainswords und Bolter und so die typischen Waffen aus dem 40k Universum. Das hat sich richtig mächtig angefühlt in Space Marine. In diesem Spiel ist es tatsächlich so, dass es das Gameplay davon übernommen hat, aber der Rest außenrum ist quasi eine Schlacht im Format von Planetside. Also irgendwie, man kämpft um Territorien, ne, die halt immer wieder von anderen eingenommen werden, man muss die immer wieder verteidigen und so weiter. Dann soll es am Ende, im Moment gibt es nur Chaos Marines und Space Marines, aber es soll... Bro Gamers, folgt dem Kanal schon wieder. Okay, alles klar. Das ist ein anderer Account von dir, oder wie? BroGamer 1 und BroGamer 2. Hast du was angestellt auf Twitch? Bist du irgendwo gebannt worden? Ja, jedenfalls soll es am Ende halt 4 Fraktionen geben. Also, ich weiß nicht alles. Eldar auch auf jeden Fall und Orks und Chaos und eben Space Marines, die dann aber auch Fahrzeuge und so ein Kram kriegen. Das Combat zu Fuß ist tatsächlich echt so wie in Space Marine, also dem Game von THQ, und dann hast du halt noch so Battlefield-mäßig Panzer und so ein Kram und kämpfst halt auf großen Schlachtfeldern um territoriale Kontrolle, und dann hast du so eine Art Meta-Aspekt, sodass quasi immer
ich sag mal, die Herrschaft über bestimmte Bereiche dieses Planeten immer shiftet. Wenn ihr Planet Side kennt, wisst ihr genau, wovon ich rede. Also so Schlacht auf großem Niveau, so eine Art Massive Multiplayer-Schlacht, sowas soll das werden am Ende. Und ja, da habe ich jetzt einen Code, da werde ich demnächst mal reinschauen, da habe ich echt Bock drauf. So, Brogamer 1 ist ein Kumpel von dir, okay. Wenn ich eins gelernt habe in der Beta, dann kein Geld bis Level 8 ausgeben. Naja, ich meine, im Hauptspiel, ne, wird es ja dann noch mehr Level geben als die paar, die wir hier haben. Hier ist auch noch mein Shit, das ist ja geil. Aber warte, Moment. Da ist noch der letzte Lappen. Ja. Bam! Hat nicht viel gebracht. Ich finde hier dieser Granatwerfer, den man kriegt, der macht halt echt wenig Damage. Komm. Jawohl, ich habe ihn getroffen. Den Tank. Nice. Boom. Geil. So muss das sein. Sowas wie Crit Zones in Destiny gab es sowas ja auch, ne? Also Critical Hit Chance, wenn man Gegner irgendwie, die haben ja nicht immer nur, ist nicht immer nur Headshots, sondern andere Sachen. Und hier in dem Fall finde ich das witzig, dass sie das auch irgendwie in das Spiel hier reingekriegt haben mit diesen Typen, ne? Mit ihren Tanks auf dem Rücken oder sowas. Dass man nicht immer nur, okay, du musst den Typen nur in den Kopf schießen, ist auch irgendwann langweilig. In Destiny gab es da unterschiedliche Zonen und sowas bei den ganzen verrückten Aliens, wo du draufballern konntest und dann hast du den Crit-Schaden eben gemacht. So, okay. Also, Marlon, bist du noch hier in der Nähe? Bist du mir wieder beigetreten? Ja, da bist du. Ich sehe dich tatsächlich auf der Map. Probier mal den ganzen Quatsch noch einmal. Ich warte hier auf dich. Ich markiere, das ist noch markiert. Ja, da kommt er gerade. Ich sehe ihn doch hier anlaufen. Ich habe hier schon aufgeräumt unter mehrfachem Sterben. Und ich würde sagen, ja, ich würde sagen, wir probieren dann tatsächlich noch ein einziges Mal, will ich es zumindest machen, ob wir das hinkriegen. Go, go, next try, sagt Diana. Ja, wäre schon cool. Ich glaube, jetzt habe ich auch mittlerweile wirklich genug Kohle. Die hat echt nur so 600 oder so gekostet, die Waffe, die es da gab, nach dem, was ich gesehen habe. Ja, ich habe definitiv genug Kohle. Das wäre schon nice. Haben wir mal das größte Secret der Beta quasi herausgefunden. Und selber gesehen, wenn wir es schaffen. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Alles klar. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Normal, und dann gehen wir aus der Gruppe raus oder ich mache die Gruppe mal dicht. Und dann zählen wir mal wirklich bis 14. Gruppe verlassen. So, aber warte, bis ich dich anschieße, ne? Der Stream hat ja Verzögerung. Ich gehe jetzt auch hier rein, bis der Timer startet und dann genauso weit raus, bis der Timer aufhört. Also, dass ich hier wirklich, dass es kaum besser geht. Ich optimiere das hier, Min-Maxing. Alles klar. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nein, ich war noch im Kampf. Kacke, ihr habt's gesehen, ne? Da stand's, ich bin noch im Kampf, kann die Tür nicht öffnen. Marlon, hast du es geschafft? Warum wir uns anschießen, Nordmorakles? Wir probieren, in ein Areal zu kommen, was ein bisschen aus dem Bereich der Beta heraus irgendwie liegt. Also das ist hier, kurz nach diesem roten Ding hier, ist hier so eine Straßensperre und da drin sind ja auch immer Händler und dieser eine Händler hier drin hat eine legendäre Waffe, die man total günstig kaufen kann. Ich nehme mal an, das haben die absichtlich platziert, weil das Areal ist halt tatsächlich da, ne? Man kann da reinkommen, wenn man es ideal macht und wir schießen uns an, weil man im Kampf schneller sprintet und so den Weg zurücklegen kann dann, den man halt braucht, bis der Timer abgelaufen ist. Aber das, jetzt kommt der tricky Part, ne? Die Türen kann man nicht öffnen, solange man noch im Kampf ist. Das heißt, wir müssen zwar sprinten, nachdem wir uns angeballert haben und die Tür erreichen, aber dann, wenn wir an der Tür sind, müssen wir wieder aus dem Kampf raus sein, aus dem Kampfmodus, damit wir die Tür öffnen können. Das heißt, wir müssen halt irgendwie runterzählen. Ich zähle, glaube ich, das nächste Mal bis 15 oder so. Und dann, dann dahin sprinten. Und wenn alles klappt, können wir eben da rein und diese legendäre Waffe kaufen. Dragonfire sagt, du schaffst das, wir glauben an dich, ja. Also einen Try mache ich noch. Ansonsten ist es ja ein bisschen langweilig zum Zugucken, muss ich zugeben. Ich will das einfach gerne probieren, weil, ne, ihr wisst ja, ich, auch in Destiny, ich mag Secrets und Shit in Games.
bisschen eine Herausforderung zu den ganzen Sachen in Destiny. Fand ich immer ganz cool, dass sie da halt diese, in Taken King zum Beispiel, diese Truhen hatten, die so ein Mini-Puzzle waren, ne? Die Truhen in diesem Grabschiff, also im Raumschiff, wo man ja das große Areal hatte, hauptsächlich das DLC-Areal war ja dieses Raumschiff, gab es diese ganzen versteckten Rätsel und sowas, wo man Zeug machen musste. Ihr wisst ja vielleicht noch die eine, wo man da irgendwie in so einer Ecke sitzen muss und dann fängt man irgendwie an, so einen Buff zu kriegen nach 5 Minuten. Das erklärt einem keine Sau. Das war halt ein bisschen mysteriös und witzig. Deswegen finde ich das halt jetzt auch ganz lustig. Und dann muss man halt noch wohin sprinten und kann dann irgendwie eine Truhe öffnen und so ein Kram. Ihr könnt euch ja vielleicht noch dran erinnern. Also Destiny hatte da richtig coole Sachen. Ich hoffe auch tatsächlich, wenn sie dann den zweiten Teil rausbringen, dass sie es schaffen, nochmal so einen Kram zu machen, weil das fand ich halt echt am besten am Spiel. Oder auch die Sachen wie die Black Spindle. Da gibt es zum Beispiel in Missionen so komplett geheime Wege, die man halt, das ist halt typisches Bungie-Zeug, ne? Die haben ja auch immer hier die Skulls und so ein Kram in Halo versteckt, kennt ihr ja vielleicht auch. Man musste gewisse Wege laufen, in gewissen Zeiten Sachen absolvieren, in normalen Missionen und hat dann eine geheime, epische Mission geöffnet, wo man dann eine einmalige Waffe kriegen konnte und so ein Kram. Sowas finde ich total spannend. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Was ist mit Hüpfen? Ja, Hüpfen geht auch, aber wir müssen halt aus dem, Marlon, wir müssen aber aus dem Kampf raus sein, bevor wir da sind. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier bis an den Rand. So. Okay, also jetzt zähle ich mal bis 15 oder 16. Wir müssen wirklich, wenn wir an der Tür sind, muss der Timer aufgehört haben. Und dann, der Kampf quasi Timer, den wir nicht sehen, ja. Muss fertig sein, dann können wir die Tür öffnen. So, probieren wir es noch einmal. Das ist das Highlight der Beta, sagt Jana. Alles andere wäre jetzt langweilig. Ja, ja. Also ich wäre auch echt, ich würde mich sehr ärgern, wenn ich es nicht schaffe. Ansonsten probiere ich es nochmal alleine in Ruhe oder so. Wir machen dann nachher auf jeden Fall gleich was anderes. Zocken einfach ein bisschen hier Dark Zone. Ich habe ja hier auch noch ganz viel Loot, den ich abliefern muss. Mache ich dann vielleicht ein YouTube-Video einfach drüber und probiere das nachher nochmal ein bisschen. Weil ich es witzig finde. So, Marlon, bist du bereit? Alles klar, er zielt. Wir zielen auf unsere Köpfe. Ah ne, warte mal. Wir sind noch im Team, Junge. Pass auf, das zählt nicht. Das zählt noch nicht. Stopp, stopp. Das geht nicht. Ey, der Ball hat er schon. Okay, so, jetzt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Ich will es schaffen. Komm schon. Nein, ich war immer noch im Kampf. Kacke. Wie lang ist dieser Kack-Kampf-Timer? Ich muss mal gerade, ich guck nochmal auf Reddit, was der geschrieben hat, ey. Der hat 14 Sekunden gesagt, hat er gezählt. Shit. Nein! Aber wir schaffen es jetzt auf jeden Fall hundertprozentig bis an die Tür. Das Problem ist nur, dass wir dann immer noch... Hey Noah Monoton, vielen Dank für den Follow. Dass wir dann immer noch im Kampf sind, ja? Ich gucke gerade nochmal nach, was der Typ geschrieben hatte. Da ist es. Hey guys, da habt ihr kurz das Video von ihm gehört, sorry. Ich muss mal gerade hier in die Kommentare reinschauen von dem. Okay, also. Hier schreibt auch noch einer, es ist nicht immer eine Legendary, also das ist auch eine zufällige Waffe. Und jemand sagt hier, er hat 20 Versuche gebraucht, krass. Ja, nee, das will ich nicht ausprobieren. Und wenn es auch nicht immer eine Legendary ist, dann ist es natürlich ärgerlich. Weißt du was? Dann gehen wir jetzt erstmal einfach den Loot, den habe ich jetzt noch auf dem Rücken, Marlon. Dann gehen wir jetzt einfach mal extrahieren, spielen einfach ein bisschen weiter normal den Dark Zone-Modus. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Hätte ich jetzt gerne gesehen. Aber ihr wisst zumindest, dass es da ist. Ne? Wenn ihr selber die Beta spielt, heute Abend noch oder morgen bis morgen um 12 Uhr mittags läuft es noch, könnt ihr ja selber mal probieren. Jetzt habt ihr ja den Trick gesehen. Ich habe ja jetzt eigentlich alles dazu erklärt. The Big Wolf 24, vielen Dank für den Follow. Willkommen im Stream und im Chat. Ich hoffe, du hast Spaß. Sergeant Key sagt, die Kommunikation ist schlecht mit Twitch.
Marlon schießt doch nur auf dich, während du zählst. Nee, du, ich fange an zu zählen, wenn Marlon auf mich im Spiel geschossen hat. Also dann fange ich an zu zählen. Ich kommuniziere ja nicht, wir kommunizieren quasi mit Kugeln, weißt du? Sobald er auf mich schießt, schieße ich auf ihn und jeder fängt quasi an zu zählen. Also ich glaube, der Marlon hat es schon verstanden, wenn er getroffen wird, dann fängt ja unser eigener Kampftimer an, sozusagen, wenn wir getroffen wurden. So haben wir das gemacht. Also das war nicht verkehrt. Alles auch egal. Ich markiere jetzt mal hier so eine Extraction Zone, ne? Da oben sind auch ein paar Dudes am Start. Da gehen wir jetzt mal hin. Hier hinten über die Treppe wieder. Da waren wir eben schon. Dann bringe ich mal meinen Shit hier raus. Da ist auch, ja, auch eine Menge Kohle tatsächlich in meinem Rucksack, so wie das ausschaut. Das wäre natürlich jetzt ganz wichtig, weil wenn ich noch... Jetzt habe ich dann hätte ich glaube ich 2000 und 3000 bräuchte ich, um mir die andere legendäre Waffe zu kaufen, die es ja hier regulär in der Dark Zone gibt. Dann können wir einfach auch mal eine legendäre Waffe sehen und ein bisschen ausrüsten. Oh, hier ballern sie schon wieder. Ich glaube, das sind aber nur NPCs, weil wir sehen hier keine Rogue Agents auf der Map. Das heißt, ich gehe mal hier trotzdem in Deckung und rufe den Heli. Doch, da unten ist ein Rogue Agent. Fuck. Ja, geil. Mongo. Aber der Marlon ist halt hart overpowered, weil er schon eine krasse Waffe hat. Okay, der hat den Typ gekillt. Sam Fisher, wir sind cool. Wir sind cool. Sam Fisher ist cool. Sam Fisher ist okay. Der ist kein Assi. Alles klar, weißt du Bescheid. Wir wollen alle nur unseren Loot hier rauskriegen, ja? Die sind alle im selben Boot. Noah Monoton sagt, er hat leider nirgendwo einen Beta-Key bekommen. Also ich bin ganz stark der Meinung, dass es auf jeden Fall noch eine Open-Beta geben wird. Das ist jetzt die Closed-Beta, weil das Spiel kommt erst im März raus. Die haben ja jetzt gerade, es ist ja mega viel Hype über diese Beta generiert worden. Ganz viele Leute wollen zocken. Die waren total überrascht, glaube ich, wie viele Leute das dann plötzlich gepreordert haben, um Beta-Access zu kriegen. Die hatten nicht mal mehr genug Access, nicht mehr genug Keys über, sodass einige leider dann keinen mehr gekriegt haben. Das ist echt schade. Aber ich bin eigentlich relativ sicher, dass sie nochmal eine Open-Beta machen. Einfach nochmal, um den Hype am ehesten, ne, nochmal ein bisschen weiter zu treiben. Und aber auch, dass alle nochmal reingucken können. Vielleicht wird die ein bisschen größer sein als hier die Closed-Beta. Aber ich denke, die kommt dann eher näher zum Release nochmal. Das kann ich mir gut vorstellen. Also habe ich keine Faktinformationen, also mich nicht zitieren oder so. Aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich. So, Big Wolf sagt, ihr spielt auch nebenbei die Beta. Ja, ich glaube, das machen viele, außer die, die leider eben keinen Key gekriegt haben. Ja, Lord Morakles, du hast schon recht, mit 21, 22, 23 zu zählen, hat man eher eine Sekunde und so weiter, ist schon klar, ne? Haben wir ja alle gelernt, vom Blitz zum Donner und so weiter, ja, kennen wir alles schon, aber ich habe das auch, glaube ich, so ganz gut gemacht. Also ich glaube, es lag nicht an meinem Zählen, sondern es lag daran, dass ich nicht den genauen Timer kenne, also ob es jetzt 15, 16 oder was auch immer Sekunden sind, die man dann im Kampf ist oder insgesamt dann halt paar 20, ne? 25 oder sowas. Weil 10 Sekunden haben wir ja für den Sprint. So, okay, Beute gesichert. Nice. Wir können es jetzt an Bord holen. Okay, das gibt nochmal Kohlen. Jetzt gucken wir gerade nochmal hier, was wir haben. 15 Sekunden. 1100. Ja, 1177 haben wir. Wenn das jetzt weg ist, müssten wir nochmal 1000 mehr haben. Lass den mal ablegen hier. Wir haben nichts mehr. Wir sind Good Guys. Ne? Good Guys in der Beta. Guck mal, wie sie alle Angst haben. Schiss vor ihrem Loot, ihren Loot zu verlieren. Okay, ich glaube, wir haben jetzt auch Kohle bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich gerade nochmal schauen. Ne, haben wir nicht tatsächlich. Okay, die Kohle kriegen wir nur über Kills. Das heißt, jetzt müssen wir einfach weiter killen. Und hier ein bisschen farmen. Naja, ist auch egal. Wir sind jetzt hier auch im höchststufigen Gebiet, was in der Beta verfügbar ist. Tatsächlich von der Dark Zone. Ich markiere jetzt hier nochmal so ein Wahrzeichen. Ich glaube, das hier, das haben wir schon mal gemacht. Das ist ziemlich hart gewesen. Aber das probieren wir nochmal. Und dann, da die Cleaner haben ja auch Loot gedroppt und so, wo wir eben dann den Glitch versucht haben zu machen. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Da würde ich sagen, probieren wir das einfach mal. Erst und danach die Cleaner, um einfach ein bisschen Kohle zu machen. Oh, es ist immer viel entspannter, ohne so einen gelben Sack auf dem Rücken rumzulaufen. Weil man dann nicht das Gefühl hat, man wird sofort abgeknallt. Aber es gibt immer noch Leute, die blöd sind und einen abknallen, obwohl man keinen Loot dabei hat. Das muss ich auch sagen. So.
Ich würde sagen, wir gehen übers Dach rein, weil das letzte Mal, weiß ich noch, von unten haben die uns da ganz schön überrannt. Hier war es aber auch ein Eingang, glaube ich noch. Jawohl. Geil. Ja, das ist ein Player, oder? Und der hat keinen Loot. Alles klar. Gut, wir sind cool. Die haben hier schon geplündert. Dann ist hier nichts mehr. Shit. Es dauert auch eine Weile, bis dann der Kram respawnt. Das ist halt das Problem. Man hat ja dann immer in der Dark Zone, werden ja dann auch immer ein paar Spieler mit logisch reingefadet von euch. Aus der Freundesliste und so weiter. Man hat dann hier halt echt ziemlich viele Spieler, die hier rumlaufen. Und gerade in der Beta, ne, hat man hier nicht so viele Gebiete, wo halt Mobs spawnen können, die Loot droppen. Und dann ist das halt echt so ein bisschen wie WoW Vanilla, wenn ihr euch erinnern könnt, ne? Hier Brachland oder so ein Scheiß. Wenn ihr da irgendwie eine Quest abschließen wollt und wollt was farmen und der Shit ist dauernd despawned, weil er dauernd gekillt wird. So ähnlich kommt mir das hier ein bisschen vor, muss ich ehrlich sagen. Hier das Laboratorium, das können wir auch nochmal ausprobieren. Laboratory. Labor. So. Hoffen wir mal, dass da jetzt mal was ist. Mein Kritikpunkt, den ich jetzt auch gestern schon gemacht habe, der steht immer noch, dass man hier im Moment echt zu viel rumläuft, bis irgendwas passiert. Es führt ein bisschen auch zu Spannung, ne, wenn man gerade Loot hat und so und man sich in Sicherheit wiegt und so weiter. Aber bis man hier NPCs trifft oder so, das dauert manchmal einfach viel zu lange. Und man ist halt einfach super viel zu Fuß unterwegs, ohne dass hier irgendwas ist. Ich würde mir wünschen, dass hier mehr so random Events abgehen würden in der Dark Zone. Was man hier im Moment hat, ist tatsächlich diese Wahrzeichen, wo dann Mobs spawnen können, Gegner. Aber die werden dann halt auch, die sind halt immer feste Areale, die werden dann halt, wie gesagt, einfach gecampt von Spielern. So, das ist halt ein bisschen so ein Problem. Ich wünschte mir, hier würde einfach auf der Map so ein random Event irgendwo aufploppen, wo dann ne, so Gruppen von denen patrouillieren oder sowas, dass man halt einfach ein bisschen mehr Bewegung drin haben muss. Okay, neuer Shit. Oh, ich habe einen Dark Zone Key, das ist ja geil. Das heißt, wir müssen jetzt eine Kiste suchen. Das ist auch so eine Art Event. Also das finde ich ganz cool, wenn man diese Keys hier findet. Die verliert man auch, wenn man gekillt wird als Rogue Agent zum Beispiel. Ne? Aber wenn man so einen Dark Zone Key hat, ich gehe mal hier kurz in Deckung. Ich zeige euch das mal. Das ist hier, müsste im Inventar einfach angezeigt werden. Und da Taschen wahrscheinlich. Ja, Zugangsschlüssel. So, da. Da haben wir einen Dark Zone Key. Und mit dem können wir hier spezielle Truhen öffnen. Da wir jetzt schon Level 12 sind, können wir quasi eigentlich alle Truhen, die wir hier finden würden, öffnen. Und ja, jetzt müssen wir halt nach diesen kontaminierten Bereichen Ausschau halten, wie dem hier. Da ist aber nichts drin, offensichtlich. Ich glaube, die auf der Map wird sogar angezeigt, ob da Loot ist oder nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ansonsten gehen wir einfach mal dahin. Okay, und probieren mal einfach da was zu öffnen. Ansonsten weiß ich, ich kenne ein Gebiet, wo auf jeden Fall so eine Truhe spawnt. Das ist in so einer U-Bahn. Und in den Truhen, wenn man so einen Dark Zone Key benutzt, da sind halt wirklich dann auch mit höherer Wahrscheinlichkeit seltene Sachen drin. Guter Loot. Vielleicht haben wir hier schon Glück. Warnung. Nee, ist nix. Ploppt nix auf. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in diese U-Bahn. Aber auf dem Weg gehen wir hier nochmal so ein paar Gebiete ab. Ne, Marlon? Vielleicht hast du ja auch einen Dark Zone Key, aber Sie verlassen jetzt das kontaminierte. Jetzt habe ich ja eh schon ein bisschen Loot, dann lohnt es sich ja tatsächlich wegen. Oh oh. Er hat uns noch nicht gesehen. Lohnt es sich tatsächlich, hier nochmal zu extrahieren. In der Tanke können auch Mobs spawnen. Sind auch Mobs gespawnt. Ich frage mich gerade, warum die Level 9 sind. Weil das hier ist eigentlich das niedrigere Dark Zone-Gebiet. Naja, wie auch immer. Ich sehe nichts mehr.
Nichts mehr aufgeploppt. Okay, jetzt gehen wir einmal noch in diese Tiefgarage. Da gibt es nämlich vielleicht noch eine Truhe. Und ansonsten... Du hast zwei Dark Zone Keys. Nice. Alles klar. Ansonsten weiß ich auf jeden Fall in der... ist eine U-Bahn-Schacht. In dem einen U-Bahn-Schacht, da kann hundertprozentig so eine Truhe spawnen. Habe ich schon mehrfach gesehen. Okay, hier ist auch nichts gespawnt. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen Spawn-Farming, Spawn-Camping und so weiter. Also auf eine andere Art und Weise. Wie sagt man? Eine Wegfarmen? Keine Ahnung. Ich weiß den Begriff nicht mehr. Das ist aber eine typische MMO-Sache tatsächlich. Und das zeigt mal wieder, wie viel dieses Spiel doch irgendwie ein MMO auch irgendwo ist. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Mit Spawn-Raten und so ein Kram. Naja. Okay, ich markiere mal diesen U-Bahn-Schacht. So, dann müssen wir hier hin. Da geht's rein. Und da drin kann die Truhe sein. Hoffentlich haben wir Glück. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Chinatown. Ah, ich muss mal wieder Big Trouble in Little China schauen. Habe ich mir, glaube ich, schon letzte Woche vorgenommen. Hab ich voll Bock drauf, aber habe es dann immer vergessen. Vielleicht mache ich es heute Abend. Geil. Geiler Film. Nachdem ich Kurt Russell jetzt in Hateful Eight, den neuen Tarantino-Film, nochmal gesehen habe, als Badass Cowboy, habe ich mir direkt gedacht, Alter, der musste doch noch mal hier Big Trouble schauen oder sowas. Hier fragt The Big Wolf, ob ich heute lange streame. Weiß ich noch nicht. Ich streame jetzt auf jeden Fall noch eine Weile. Ist ja jetzt für mich, also morgen habe ich keine Zeit mehr vor Mittag, da die Beta zu spielen. Also für mich der letzte Tag, an dem ich das ausprobieren kann. Also ich werde hier noch ein bisschen in der Dark Zone rumfarmen. Ich will auf jeden Fall nochmal so eine legendäre Waffe kriegen. Oder so eine High-Tech, High-End, wie auch immer die das hier nennen. Also die höchste Seltenheitsstufe. Einfach um zu schauen, wie viele Modplätze die hat, was da so anders ist und so, wie die sich anfühlt. Ob das ein großer Unterschied ist. Und dann, ja, habe ich eigentlich ja wirklich jetzt 3 Tage lang gestreamt. Ne, jeden Tag. Mache ich ja sonst auch nicht. Habe das dann auch immer auf YouTube hochgeladen. Mache noch ein Fazit zur Beta und habe dann ja wirklich ziemlich viel dazu gezeigt. Also, ich denke mal, das reicht jetzt. Hier kann diese Truhe spawnen. Ist jetzt aber nicht da. Also hier irgendwo steht die dann. Ja. Es gibt noch eine andere Ecke, glaube ich, wo die spawnen kann. Da muss man hier nochmal außen rum. Oh, hier, willst du mucken, oder was? Hat sich versteckt. Sehr, suspicious. Nicht, dass der jetzt gleich von hinten rankommt und uns abknallt. Also hier hinten, an dem einen Gleis hier, kann auch noch so eine Truhe stehen. Glaub ich. Aber da waren wir ja eben schon, also... Ja, okay, hier oben auch direkt hat jemand eine Bergung gerufen. Das ist ja direkt hier in der Nähe, da können wir eigentlich auch hin. Ist eigentlich kein Problem. Wir können unseren Scheiß gerade mal da dranhängen, aber auch wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Wenn wir es ein bisschen geschickt anstellen. Ich sehe auch gerade keine Rogue Agents, also sieht das ganz gut aus. Alles im grünen Bereich. Ah, nee, nicht hier. Hier hat keiner gerufen, sondern ein Stück weiter. Ich dachte gerade, weil ich den Helikopter gehört habe, das wäre hier gewesen. Wahrscheinlich war es die Zone. Wo ist denn hier ein Timer? Ist nirgendwo ein Timer, also hat niemand gerufen. Na gut, dann gehen wir mal da hinten hin und holen da unseren Kram raus. Aber warte mal, erstmal noch schnell hier in dem... Oh, da kommen wir nicht drüber. Kacke. Ah, jetzt hätte ich echt gerne eine blöde Dark Zone-Truhe. Naja, erstmal schnell extrahieren. Oh, das wird knapp 11 Sekunden, bis der Angel ankommt. Aufs Dach sprinten schnell. Oh, fuck! Das kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen. Beginnen Ladungsaufnahme. Nice. Oh, das war nur ein Spieler. Gut, dass ich ihn nicht angeballert habe. Oh, Gott.
Das ist eine Sache, die mich hart nervt, dass die Health Bars von Spielern dann rot angezeigt werden. Rogue Agents werden auch rot angezeigt, obwohl man die halt nicht, sobald die Schaden genommen haben, obwohl man die halt nicht angeballert hat oder die einen selber angeballert haben. Das heißt, wenn die gar kein Rogue Agents sind, werden die trotzdem als rote Health Bars angezeigt und der Reflex sagt einfach Baller drauf, ne? Und das ist schlecht, weil dann ist man halt selber, ja, ist man selber dann der Rogue Agent. Das ist mega nervig. Okay, das hat geklappt. Dann würde ich jetzt nochmal in diesem Labor oder so gucken. Also in diesen Wahrzeichen da. Diesen Landmarks, wo wir dann nochmal ein paar NPCs finden. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. So, hier war er jetzt. Genau, hier war das. Da können wir doch mal gucken, ob da wieder was ist. Man muss hier schon, zumindest in der Beta, ziemlich viel grinden. Ich weiß nicht, wie es dann im Hauptspiel ist, aber hier ist halt echt gut, man hat halt auch jetzt nicht die Möglichkeit, nochmal einen Levelbereich höher zu gehen und stärkere Gegner umzulegen. Man ist hier schon begrenzt einfach vom Areal her. Es ist halt aber auch echt hart unterteilt, so wirklich, das ist die Zone für Level, das für Level so und so bis so und so, das ist die Zone für Level 8 bis 10 oder so. Also wirklich fest definiert. Okay, der war schon hier drin, dann ist hier nichts mehr. Mist, dann gehen wir nochmal in das Labor. Mann, da ist wieder das, was ich meine, ne? Also wir laufen jetzt eigentlich hier einfach nur die Points of Interest ab. Ist jetzt dein Schlüssel auch in der Basis. Den Darkzone Key verliere ich, wenn ich als Rogue Agent getötet werde. Soweit habe ich das verstanden. Das heißt, ich glaube, wenn ich jetzt einfach so getötet werde, verliere ich den nicht. Ich glaube, den habe ich nicht mit abgegeben, den Schlüssel. Weil der ist einfach hier im Inventar. In Taschen wird er einfach angezeigt. Also eine Möglichkeit, den zu verlieren ist, wenn man selber eben Rogue Agent wird und einen irgendwer dann abknallt. Dann verliert man diese Darkzone Keys. Hallo Boss Brocky, grüß dich. So, dann gehen wir mal im Labor gucken. Aber hier sind so viele Spieler unterwegs, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jetzt irgendwas... ist ja geschlossen. Wo kommen wir denn hier rein? Ich glaube, da war ich auch noch gar nicht drin, hier in dem Areal. Hier, hä? Nee? Alter. Oh Mann. Ja. Kannst du eigentlich knicken, wenn hier so viele Spieler rumlaufen, dass da irgendwas drin ist. Aha. Wir sind nur tote Dudes. Leider. Mist. Du glaubst, das ist eine Bücherei. Lass mal gucken, was das ist. Sieht aus wie eine Bücherei, ne, von außen. Ah ja, morgen Library, du hast recht. Ich dachte, es wäre ein Labor. Keine Ahnung, warum, wie ich da drauf gekommen bin. Mann. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste, kontaminierte Ausstattung. Da läuft aber einer rum, der das looten könnte. Also es wird auf der Map tatsächlich, ich wusste es auch, wird angezeigt, ob in diesen Arealen Loot ist oder nicht. Aber das heißt dann, alle sehen das und sobald es gespawnt ist, kann es dann einer wegnehmen. Vielleicht auch nur im gewissen Umkreis, aber das kann ich jetzt nicht feststellen. Also der geht da gerade nicht hin, aber Ausstattung ist, glaube ich, nur so ein Rucksack oder sowas, oder? Ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich eine Darkzone-Kiste ist oder nicht. Mann. Du kannst die Route zwischen Schutzraum und Tankstelle empfehlen. So, du hast wohl hart gegrindet schon. Tja, man muss hier echt seine Farmrouten ablaufen wohl offensichtlich, ne? Ja, deswegen hoffe ich, dass die Darkzone nicht das einzige Endgame ist, was dieses Spiel hat. Weil ich habe es auch gestern schon gesagt. Eben auch kurz erwähnt, ne? Hier ist alles nach Leveln getrennt. Das heißt, wenn ihr auf dem Maximallevel seid und das Endgame wirklich die Darkzone ist, dann seht ihr hier,
Das ist ja hier gestaffelt. Dark Zone 4, Dark Zone 5, Dark Zone 6. Das hier ist, dieser kleine Streifen, ist dann das Endgame-Areal. Und wenn wir jetzt hier überlegen, wie viel wir hier einfach nur rumrennen und den Scheiß suchen, irgendwann sind ja alle Spieler im Endgame. Ne? Wisst ihr, was das bedeutet? Dann sind alle Spieler, wenn sie Maximallevel sind, nur noch hier unterwegs, weil du willst natürlich den höchstleveligen Loot haben und das wäre halt völlig lächerlich. Ich hoffe, die haben noch ein viel größeres, es würde viel Sinn machen, wenn ein Gebiet von ungefähr dieser Größe tatsächlich einfach komplett Endgame-Areal wäre. Aber wenn das so krass nach Leveln getrennt ist, ist das ein bisschen schwierig. Okay. Ja, hier gibt es auch keinen. Also unten in das Gebäude kommt man wohl gar nicht rein. Das ist alles nur Dach, nehme ich mal an. Vielleicht gibt es vom Dach aus einen Eingang in das Gebäude, weiß ich jetzt nicht. Aber wir gehen mal jetzt einfach mal ein bisschen die Route, die eben hier gerade der Rocky vorgeschlagen hat, einfach von dem Schutzraum zur Tanke. Tanke müsste hier unten irgendwo sein, oder? Hier. Das war's, genau. Verlassene Tankstelle. So. Das ist diese Route. So, da schreibt jemand, er meint, da würde noch einiges kommen. Das ist nicht das einzige Endgame-Gebiet. Ja, gut, also ich meine, hier auf der Map, ne, ist ja hier rot markiert, was Beta ist. Und alles, was weiß ist, ist tatsächlich das Areal, in dem das fertige Spiel dann stattfindet. Also ich weiß nicht, was da dann noch kommen soll. Das hier ist ja alles die Dark Zone. Das ist die ganze Dark Zone, die das Spiel haben wird. Und hier ist das Maximallevel der Dark Zone, oder? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Gibt es hier noch ein anderes Areal irgendwo? Also ich meine, hier ist Fluss. Ne, man kann ja nicht mal mehr auf der Map so weit gehen. Dann gucken wir nochmal, ob hier wieder was gespawnt ist, aber sieht nicht so aus. Warnung. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Ne, zumindest nicht auf uns geballert. Hey Kollege. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Auch keine Mobs gespawnt hier. Oder schon gekillt. Ist im Moment einfach ein bisschen rumlaufen, ne? Finde ich gerade. Ich kann ja nochmal checken, ob in einem von den kontaminierten Gebieten so eine Kiste gespawnt ist. Ja, das sind nur diese kleinen Munitionskisten. Ist echt interessant, dass das einfach auf der Map so angezeigt wird. Können ja mal dahin laufen, was auch immer diese kontaminierte Ausstattung ist. Vielleicht ist das ja tatsächlich was Ordentliches.
Nee. Ja, dann laufen wir einfach mal den Weg da hoch. Ist auch ein Spieler. Nicht feindseliger Agent, sagt er da. Ich laufe hier gerade total ungeschützt einfach mitten auf der Straße, aber ist mir gerade völlig egal. Okay, verzockt. Mach's gut. Wie viel Kohle haben wir hier gerade? Nur mal schnell checken. Boah, das... Boah, ich müsste so viel noch grinden bis zur legendären Waffe. Ich weiß nicht. Oh. Okay, gehen wir hier mal reingucken, ob da Mobs sind. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, was der wollte, ob der mucken wollte. Da sind Blips auf dem Radar, jawohl. Geil. Endlich was zu tun. Oh, Kacke. Na toll. Da zerberstet er sie hart da oben. Und ich sitze hier unten taktisch rum und werf Granaten, naja. Naja. Oh, das sind richtige Nice Guys, die haben ihn aufgehoben. Wow. Unfassbar. Es gibt auch nette Spieler in der Dark Zone, ich hätte es nicht geglaubt. Ja, natürlich. Man kann auch leveln, indem man einfach die Rogue Agents abknallt und sozusagen Kopfgeldjäger spielt. Also das ist einem schon viel selbst überlassen. Das ist schon richtig. Ist das noch da, das Ding? Die Frage ist, wenn es da ist, ist es was Ordentliches? Nee, hier ist nichts. Super. Ganz toll. Hat sich der Trip ja gelohnt, ne? Wird das jetzt noch angezeigt? Nee, ne? Nee, wird nicht mehr angezeigt. Krass. Jetzt gucke ich gerade nochmal in den anderen Zonen. Weil eben haben sie halt echt... Nee, ist gerade nirgendwo Loot. Aber dann würde ich sagen, wir gehen wieder hier hin, wo die Cleaner waren. Die kann man ja auch abknallen. Ja, 9 Sekunden, das lohnt sich nicht mehr, dem hinterher zu laufen. So. Wow, dann geht's direkt los. So, wieder ein Tank angeballert, ne? Das ist auch hier ein Veteran oder so. Weil der hat nämlich einen Namen. Geil, blauer Loot. Komm, sind wir mal nett. Hoffentlich ist er auch nett. Bam!
Nice. Jetzt auch mal da runter. So. Keine Granaten mehr, gar keine. Nice. Ja, Rojay, da sind immer mal Leute, die sich einfach an den Eingang stellen und Noobs killen, nur um Arschlöcher zu sein, obwohl denen das halt einfach gar nichts bringt, Spieler, die nicht Rogue Agents sind und keinen Loot haben, zu killen. Das macht einfach keinen Sinn. Aber die machen es trotzdem, weil es Arschlöcher sind. Ist leider so. So, dann gehen wir nochmal zurück und gucken, ob bei dem Gebäude wieder Mobs sind, die wir killen können. Wir müssen jetzt einfach wohl offensichtlich hier ein bisschen grinden. Kohle, was sagt die? Oh, oh Gott. Oh Gott, ich muss noch so viel grinden. Ich glaube nicht, dass ich noch die legendäre Waffe in der Beta kriege, aber ist auch egal. Also ich glaube, wir haben einen ganz guten Abschnitt von dem Spiel gesehen bis jetzt. Tatsächlich einen ganz guten Eindruck gekriegt. Vom sowohl positiven als auch negativen. Das Positive überwiegt aber bisher. Also ist schon cool. So, na gut. Denn gehen wir mal darauf. Ne? Oh. Keine Mobs. Nö. Nur mal ganz kurz gucken. Dezibel, grüße dich. Nicht gesehen, wie lange die Beta noch geht. Beta geht noch ungefähr bis morgen 12 Uhr, hat eben jemand in den Chat geschrieben. Ich weiß es selber nicht, das ist meine einzige Info. Gerade einfach von irgendeinem random Zuschauer. Aber ja, ich habe auch schon spekuliert, dass sie noch bis morgen Mittag oder sowas, Nachmittag ein bisschen geht. Dann laufen wir nochmal dahin. Ist das jetzt unsere Farmroute oder was? Oh, da sind Dudes. Nice. Oh, Granate. Ein neuer Agent hat sich ihrem Team angeschlossen. Kletter doch, wenn ich die Taste drücke.
Mehr Kopfschüsse. Ja, in diesem Spiel braucht man auch ca. 20 Kopfschüsse, weil es halt alles Bullet Sponges sind. Aber das ne, ist halt, weil es ein RPG ist. Da macht das Spiel kein Geheimnis draus. Oh, ich bin fast in die Granate gesprungen. Ich bin in die Granate gesprungen. Krake. Hast du einen Heal, Marlon? Ich stehe nicht im Feuer, ich stehe nicht im Feuer, ich stehe echt nicht im Feuer, ich verliere kein Leben. Wow, das war ganz schön knapp. Okay, so, nehmen wir mal die andere Knarre. Oh, fuck! Einen Schuss abgekriegt. Wow. Der Typ da hinten heißt Twitch. Der heißt Twitch. Twitch.tv. Da sind ein paar andere Spieler am Start. Die hier in der Gruppe rumziehen, in der Vierergruppe. Hart. Da hat man einen großen Vorteil. Ich glaube, die haben auch den ganzen Loot mitgenommen. Aber was will man da machen gegen vier andere? Na gut. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Diese grobe Richtung wieder zurück. Oh, das war ein Spieler. Seid ihr gute oder schlechte? Lassen wir die mal. Ich glaube, das waren die, die eben mit uns in dem Gebäude waren und uns aufgehoben haben. Aber ihr seht gerade, wie viele Spieler hier unterwegs sind. Das ist ziemlich hart, ne? Das heißt, wahrscheinlich auch in dem Gebäude ist wieder nichts mehr. Können wir mal reingucken kurz. Nee. Wahrzeichen ist ein Sportgeschäft. Das finde ich halt auch irgendwie... Naja. Ein Wahrzeichen von New York. Der berühmteste Sneakerladen der Welt. Wie auch immer. Okay, naja. Ein bisschen Loot haben wir ja noch. Wir sollten uns jetzt, soweit ich das genau in Erinnerung habe, in der Nähe vom Abholbereich befinden. Das heißt, wir können jetzt mal extrahieren... Das, was wir jetzt gerade haben, dass es nicht verloren geht. So. Ich hätte jetzt auch echt Lust, also das volle Spiel zu haben. Und dann würde ich jetzt halt volle Kanne irgendwelche Story-Missionen oder so spielen. Ah ja, und beim Extrahieren kommen natürlich dann auch wieder hier die Typen ran. Geilen Medipack, das brauche ich ganz dringend. Oh Mann. Erstmal das hier benutzen. Also den Skill Heal, der verbraucht ja dann kein Medipack. Ich fordere schon mal einen Heli an. Ach, getan. Agent, ich nähere mich Ihrer Position. Rocky, ich kann dich leider nicht healen. Ich habe meinen Heal eben schon verbraucht. Nice. Na, komm, drüber. Haben wir noch ein paar Pants gefunden. Schicke Khaki-Hose. Geil, nehmen wir mit. So, alright. Das heißt jetzt wieder campen, ne? Abwarten, möglichst nicht gekillt werden. Da kommt der Heli, oder? Ja, da kommt er. Irgendwo. Ich höre ihn. Ladungsaufnahme erfolgt. Ihr wisst, dass wir euch gesehen haben, oder? Oh, wie ätzend. Genau jetzt spawnen natürlich noch mal ein paar Ghetto-Gangster.
Okay. Wenn du keine Spieler hast, die dich hier am Extraktionspunkt campen, sind es halt Ghetto-Gangster. Okay, cool. Und das hat ja einigermaßen gut geklappt. Ja, wir haben ein bisschen Loot extrahiert. Ich müsste noch echt zig Stunden grinden, bis ich genug Dark Zone-Währung für diese eine legendäre Waffe hätte. Hätte ich mal nicht so viel hier Rüstung und sowas gekauft, hätte ich mir die schon leisten können, aber ja. Ich würde Folgendes sagen, wir haben es ja jetzt auch nicht geschafft, in diesen geheimen Laden zu kommen und so weiter, ist ein bisschen schade, aber gut, was wir mal machen. Ich streame vielleicht nachher nochmal, aber jetzt muss ich erstmal eine Pause machen. Ich habe jetzt gestern, vorgestern und jetzt heute noch gestreamt. Wir haben ja jetzt nochmal ein bisschen in der Dark Zone einfach rumgeguckt. Wenn ich nachher nochmal streame, dann werde ich das nicht auf YouTube nochmal ankündigen, sondern einfach mal kurz auf Twitter und Facebook, ne? twitter.com/badbeardgames, alles zusammengeschrieben, und facebook.com/thebadbeard, werde ich dann einfach nochmal kurz schreiben, hey, ich streame jetzt nochmal, aber ich glaube, jetzt mache erstmal Schluss für heute. Ansonsten werde ich dann ja nochmal ein Fazit zur Beta machen in Videoform auf meinem Kanal, und die ganzen Mitschnitte von den Livestreams werde ich dann auch noch über die nächste Woche hochladen und eben ja noch ein paar andere Videos zu, ne, keine Angst, also wird nicht alles komplett voll der Division sein. Aber ja, ich denke, wir haben echt das meiste, was die Beta zu bieten hat, schon gesehen jetzt. Das gesamte Dark Zone-Gebiet gut erkundet, das PvE-Gebiet und so weiter. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall jetzt so viel Spaß, dass ich ja jetzt 3 Tage lang gestreamt habe, ne? Also von daher war das schon nicht schlecht und es ist nur eine Beta. Ich hoffe, das Hauptspiel haut mich dann nochmal ein bisschen mehr um. Okay, also ich wünsche euch noch einen guten Abend, einen schönen Abend. Wir sehen uns vielleicht nachher nochmal. Ich kann es jetzt nicht sagen, kann es nicht versprechen. Aber wenn, wie gesagt, kündige ich es nochmal kurzfristig an. Und ja, ansonsten bis das nächste Mal. Macht's gut.